Ach. Ein bisschen Leben wäre so geil. Ist das schon immer so schwer gewesen, das Spiel? Oh Mann. Aha. Ich fahre jetzt mal durch und locke alles raus, was irgendwo ankommt. Lalala. Vielleicht ist das ja auch eine Alternative, gleich von Anfang an ja durchzufahren und die anzulocken, alle miteinander. Ja, ja. Poltert's rum hier. So. Einmal ums Eck geguckt. Ich glaube, ich parke jetzt hier einfach. Und schau mal, was so ankommt. So. Guck mal einfach mal. Da oben steht keiner beim Wasserturm. Ansonsten. Da ist noch einer in den Wagen gestiegen. Das ist ja süß. Versucht er mich jetzt zu verfolgen? Und ist zu blöd, durch die Holzkisten, durch die Holzbretter durchzufahren? Fuh, you. Auf die Entfernung. Willst du mich verarschen? Der war 30 Meter weg und will mich mit einem Schuss aus der Pumpgun platt gemacht haben. Was ist das eigentlich immer für ein blödes Geräusch hier? Ach, scheiße. Das ist doch nicht euer Ernst, ey. Was? Von wo denn, Gottverdammt? Ach, fick dich doch. Gleich nochmal. Sorry, Leute, für den kleinen Ausfall. Ich bin etwas, ja, halt die Schnauze. Ich bin etwas angepisst, weil es hier jetzt gerade so schief gegangen ist. Komm, Fresse halten, liegen bleiben. So, du bist auch hinüber. Scheiße, Mann, das kotzt mich an. Schieß doch. Ah, Typ. Alter, ich hasse dich. Du bist so scheiße. Ja, ist klar. Genau. Ja. Wie viele Schüsse hat der jetzt eingesteckt, bevor der umgefallen ist? Ich hasse euch. Ist doch nicht normal, sowas. So, Schnauze voll. Alles einsammeln. Da mir das jetzt wirklich überhaupt keinen Mehrwert gebracht hat, mich hier haarklein durchzukämpfen langsam, werde ich jetzt wirklich einfach mal durchfahren und dann hinten einfach mal Schlacht spielen. Mal schauen, wie das läuft. Jetzt habe ich es ja eh vergeigt erstmal. Da kann ich es auch erstmal auf die harte Tour probieren. Los geht's! Brumm, 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 brumm. Da können wir jetzt schön mit unserem Guardian hier fahren. Weg da! Ich glaube, ich habe jetzt mehr mir wehgetan als denen. Und warum bricht meine Karre jetzt aus, wenn ich einfach nur geradeaus fahren will? Alles ganz toll hier. Ja, was denn? Hallo? Was tust du, mein Freund? Magst du dann jetzt wieder geradeaus fahren, wenn es beliebt? Ja, dankeschön. Okay, ich habe keine Chance, die LKWs wegzuschieben. Ist auch super. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo genau ich hin muss. Ich glaube, in eine von diesen Hallen muss ich. Aber ich werde das mal jetzt hier ganz hinten bei diesen komischen Quartieren anfangen und aufräumen. Ach, komm. Scheiße. Das ist doch das Letzte hier. Ja, lass mich in Ruhe. Selbes Spiel wie gerade. Ich fahre hier hinter und guck dann mal, dass ich mich erstmal hinter meinem Auto verschanze. So. Ein paar Frames wären auch geil. Da muss das nicht ganz so ruckelhaft hier ablaufen. So, das war's für den ersten. Hm, toll. Sag mal, du Blödarsch. Was wird denn das, wenn es fertig ist?
Ja, genau. Ist klar. Könnt ihr mal stehen bleiben? Das nervt ohne Ende, wenn ihr so hin und her springt. Oh, der Typ ist auch zu blöd zu allem hier. So, das war's für den. Aber der mit der Schrot ist noch unterwegs hier. Toll. Puh. So, hätten wir die schon mal. Schon mal ein großer Fortschritt. Wir sind am Leben, haben 75 Lebenspunkte. Wo? Und wir sind im hinteren Teil. Die verdammten Gewerkschafter könnten mich aber auch einfach mal in Ruhe lassen, ne? Ah, scheiße, Scharfschützengewehr. Pumpgun. So, wieder hoch zur... Wieso hat eigentlich bloß der eine ganz am Anfang eine Thompson und ansonsten keiner mehr? Das ist doch blöd. Ich will mit der Thompson kämpfen. So, ich gehe erstmal ein Stück. Jetzt habe ich nämlich erstmal Ruhe vor den Scharfschützen. Ich hoffe, das waren auch wirklich Scharfschützen, nicht irgendwelche anderen hier. Aber das werden wir gleich sehen. Bumm, bumm. Was schießt der eigentlich sinnlos rum? Da kann ich doch gar nicht treffen. Und hat er unendlich Munition oder was macht er? Und wo muss ich hin? Und wo bin ich? Fragen über Fragen. Doch die Antwort kennt er nicht. Scheiße, ich würde ihn sogar nachladen. Wo ist denn der? Hier geht jetzt sogar die Tür auf. Hier komme ich nicht durch, okay. Oh, Leute. Du dummes Arschgesicht, das hast du dir so gedacht, hä? Ich fass es ja nicht, ne Springfield, alles klar. Das erklärt natürlich, warum das Ding so übelst Rums macht hier. So, was haben wir noch? Wir haben noch Pumpgun mit 32 Schuss. Wie mache ich das denn? Wie viel hat denn hier Springfield? 7 Schuss, ach Gott. Ja, dann bleiben wir erstmal bei der Thompson, ballern die leer und dann weiß ich ja, wo die Springfield liegt. Machen wir es so. Oh, hier geht's auch noch rein. Und hier ist keiner mehr. Ah, oh, ein... Mache ich den jetzt schon auf? Den Verbandskasten? Ich meine, ich habe ja bloß 25 Lebenspunkte bislang eingebüßt. Ich könnte mir den auch... Ach komm, ich lasse den mir erstmal. Ich weiß ja, wo er ist. Und dann habe ich einen für schwere Zeiten. Das Arschloch hat er von hier aus geschossen. So, gut. Pusel. Pusel, Pusel. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist offen. Lass mich raus. Ich will raus. Ich bin draußen. Okay. Nee, ich glaube, ich sollte schon drinnen bleiben. Das ist aber gut zu wissen, dass man ja auch einfach von außen reingehen kann. Das macht die Sache natürlich auch ganz gemütlich. Irgendwie würde ich mich jetzt in einem Wagen sicherer fühlen. Bin mir aber nicht sicher, ob ich jetzt wirklich in einen Wagen steigen sollte. Weil es wieder unglaublich weiter Weg wäre. Und weil es am Ende wahrscheinlich gar keinen Mehrwert bringen würde, das Ganze. So, da drüben ist einer. Was? Kannst du mir mal sagen, auf was für eine Entfernung du mich hier abschießt? Der Kerl hat eine Thompson. Komm mal rüber. Komm mal her. Ach ja, komm mal selber her. Scheiße, jetzt muss ich da rüber gehen, um mir meine Muni abzuholen. Das ist doch Kacke. Shit. Ist da überhaupt einer? Ja, da ist einer. Scheiße. Den sieht man so beschissen, ey. So?
Habe ich den irgendwie erwischt? Nee, der steht noch. Shit. Ich lauf mal. Und guck mal, ob ich irgendwie eine bessere Position. Hinter die Kisten, hinter die Container müsste ich kommen. Scheiße. Ach, was soll's. Geronimo! Deckung. So. Haben wir das schon mal. Ah, scheiße. Aber ich habe Muni ohne Ende. Geil. Ich glaube, ich sollte mich nicht mit dem anlegen. Komm, was soll's. Ich gehe wieder. Lauf, lauf. Nein, schlecht. Geh, lauf, 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 lauf. Ohne Ende. Laufen, 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 laufen. Erstmal verstecken. Lauf, 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 lauf. Oh Gott. Jetzt können wir unser Leben gebrauchen. Und jetzt kann ich auch mal nachladen. Sehr schön, sehr schön. 200 Schuss aus der Thompson. Das klingt gut. So, und dieser blöde Scharfschütze kann mich jetzt echt mal im Arse lecken. Um historisch korrekt zu bleiben. So, schön, 50 lädt das nämlich auf. Das wäre totale Verschwendung gewesen, wenn ich das vorhin eingesetzt hätte. Jetzt haben wir schon mal wieder 70 Leben, haben 200 Schuss aus der Thompson und wir sind wahrscheinlich schon direkt vor Sergio Morello. Wir müssen bloß noch gucken, wie wir reinkommen. Ich glaube nämlich, der ist in einem von den Häusern hier. Ja, da drüben steht auch die Karre rum. Oh nee, ich höre es schon wieder schießen hier. Was? Willst du mich verarschen? Was zieht denn der ab mit so einem beschissenen Schuss? Dieser verdammte Scharfschütze, der kotzt mich echt an. Aber ich glaube, die Springfield hat auch kein Fernrohr oder sowas, oder? Ich weiß es nicht. Ansonsten könnte ich mir ja mal die Springfield holen und damit den Typen vom Baum holen da. Komm, stirb. Hat der Bauch weh. Ich auch gerade. Ganz ehrlich, habe ich wirklich. Ist jetzt nicht irgendwie im übertragenen Sinne gemeint, sondern ich habe wirklich gerade Bauchschmerzen. Aber was man nicht alles tut als Mafia-Kämpfer. So, ich gehe mal wieder. Ne? Ja, hinter den explosiven Fässern sollte man sich vielleicht nicht gerade verstecken. Alter, im Gehen hat er mich jetzt getroffen. Oder? Hat er mich getroffen? Doch, ich glaube, ne? Kannst du mal hier? Hallo. Pumpgun. Colt darfst du auch nehmen. Alles. So. Wieder zurückgewechselt. 180 Schuss ist okay. Die 50 Lebenspunkte weniger. Aber was willst du machen, ne? Da müssen wir durch. Die Ecke gefällt mir ganz und gar nicht hier. Die ist so verwinkelt, da kann doch wieder irgendwo so ein blöder Fettsack hinter irgendeiner Ecke stehen hier. Sehe ich schon kommen. So, da ist der Eingang. Kommt da noch einer? Nee. Okay. Hinterm Auto verstecken. Was? Ey, leck mich doch. Das ist doch nicht dein Ernst.